Willkommen zurück zu Urban Empire. Ja, unsere Stadt Neu-Dublin sieht schon mal einigermaßen gut aus, würde ich sagen. Wir haben 1653 Einwohner, derzeit ein Einkommen von 45.000. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal, machen hier ein bisschen weiter. Wir erforschen gerade das Bessemer-Verfahren. Und ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass ich gerne einen neuen Industriebezirk machen würde. Und ich glaube, ja, muss ich doch nochmal wieder stoppen, dann machen wir das Ganze doch einfach mal. Ich hoffe, wir stürzen uns damit jetzt nicht in den Ruin. Bin gestern, als ich die Videobeschreibung dann geschrieben habe, für die ersten oder für die Folgen, darauf gestoßen, auf den Tipp, dass man vielleicht doch nur die Bevölkerung am ersten Mal am Anfang mehr besteuert als die Unternehmen. Also genau anders, als ich mich jetzt entschieden habe. Das Ding ist, wir können das jetzt nicht mehr ändern. Wenn ich jetzt in den Stadtrat gehe und hier sage, Besteuerung vorschlagen und ich möchte gerne die Bürger stark besteuern und die hier weniger. Obwohl doch, dann sagen sie, okay, kann man machen. Wir machen dann aber auch weniger Geld erstmal. Auch interessant, dass man die Bürger weniger besteuern kann als die Unternehmen. Ah, jetzt bin ich am Überlegen. Es wäre ein Versuch, den man machen könnte. Auch wie gesagt, das ist ein Tipp, den habe ich gelesen auf der offiziellen, im offiziellen Blog von Calypso. Ah, das ist jetzt natürlich... Ich riskiere es einfach mal. Wir machen das einfach mal, ja. In Ordnung. Haben auch die Mehrheit dafür aktuell. Das heißt, wir brauchen auch nicht appellieren. Okay, dann ändern wir das mal. Ich würde sagen, wir machen das auch erstmal und gucken, wie es damit läuft. Und dann bauen wir den neuen Industriebezirk. Das heißt, wir machen hier ein bisschen schneller. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Auswirkungen sind. Denn aktuell, seht ihr... Wir pendeln uns hier ein und 47.000, das ist nicht so viel, jetzt vielleicht 48.000. Okay. Abstimmung ist da, wir beginnen die Abstimmung. Und ja, das ist eine ganz, ganz klare Sache. Also Bürger werden stark besteuert, plus 10%, die Unternehmen minus 7%. Und da bin ich mal gespannt, jetzt die Auswirkung. Zack, 27.000. Eine goldene Zukunft. Die Welt steuert einem Aufschwung entgegen, der niemals enden soll. Ein Wirtschaftsaufschwung bedeutet, dass alles überall hervorragend läuft. Produktivität und Absatz nehmen zu, der Handel wächst und manchmal steigen sogar die Löhne. Wirtschaftswissenschaftler bezeichnen das als bullischen Markt und warnen, dass Aufschwünge und Wirtschaftskrisen in Zyklen kommen. Ist das jetzt, weil wir die Steuern so extrem geändert haben? Für die Unternehmen natürlich toll. Das heißt, natürlich, die haben mehr Geld zur Verfügung. Das heißt, sie können auch den Bürgern mehr Geld bezahlen. Ja, das macht soweit schon Sinn. Das Vereinigte Königreich hat seine erste öffentliche Eisenbahn. Die Eisenbahn ist das Symbol einer neuen Epoche der Industrie- und Völkerwanderung. Der Handel zwischen Städten und Ländern erfolgt jetzt mit unglaublicher Geschwindigkeit. Moderner Prometheus erreicht Svarelia. Seit der Veröffentlichung dieses englischen Romans ist die Zahl der Amateurwissenschaftler signifikant gestiegen. So, wir sind jetzt trotzdem nur bei 26.029 und wir bekommen ein seltsames Geschenk. Eine Karibikinsel hat ihnen ein Geschenk geschickt. Als sie zum Hafen gehen, um es abzuholen, finden sie heraus, dass das Geschenk ein lebendiges Lama ist. Um den Hals trägt es eine kurze Nachricht. Glückwunsch zur Bürgermeisterwahl. Ich wünsche Ihnen eine lange und erfolgreiche Karriere. Als Zeichen meines Wohlwollens sende ich Ihnen Hektor. Seien Sie gut zu ihm, Ihr ergebener Diener Penultimo. Nehmen Sie das Geschenk an. Na, wer erkennt die Anspielung? Auf welches Spiel wird hier wohl angespielt, beziehungsweise auf welche Reihe? Könnte man eigentlich auch mal was zu machen. Ne? Das ist auch sehr, 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 sehr schöne Spiele. Ja oder nein, Sie verschenken das Lama an einen Landwirt weiter. Nein, wir nehmen das Geschenk natürlich an. Wir wollen uns mit Penultimo und dem El Presidente natürlich gut stellen. Sie sehen Hector an. Er schnaubt und ignoriert sie. Offensichtlich müssen sie jetzt lernen, wie man einen Lama hält. Effekt. Wir bekommen 2 Prestige und einen Bonus auf den Wert Spaß in der gesamten Stadt.
Das heißt, hier sollten wir jetzt bei Spaß auf minus 3 hochgehen. Oder auch sogar auf minus 2. Sehr gut. Unser Geld steigt auch. Das sieht also soweit sehr vielversprechend aus. An Industrie haben wir jetzt aber eher keinen Bedarf. Wir werden aber ein Gewerbe. Okay, das heißt, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Wir machen einen neuen Bezirk. Und das wird auch erstmal der letzte Bezirk vermutlich sein, den wir erstellen. Und zwar wird das ein Industriebezirk werden. So, wir werden hier einfach mal... So. Hier rangehen. Wunderbar, das passt. 19 Hektar sollten erstmal reichen. Obwohl, wir können ja eigentlich auch hier bis zum Rand gehen. Dann haben wir das hier einmal komplett abgestimmt. Jetzt haben wir eine ungültige Bezirksform. So passt es wieder. Spärliches Netz, dichtes Netz. Okay, zwischen Standard und dicht gibt es hier keinen Unterschied. Ist auch interessant. Ansonsten von den Straßen her sieht das alles soweit ganz gut abgedeckt aus. Interessant, dass hier keine Straße hochgezogen wird. Okay, bestätigen. Dann, das hier wird zu 100% Industriegebiet. Und wir werden hier nie eine Dienstleistung reinstellen. Das hat den folgenden Grund. Wir werden die Industrie hier komplett herausverbannen und hier die komplette Industrie hineinstellen. Hat einen großen Vorteil. Und zwar den folgenden. Industrie und unterbraucht ist hier nicht dran beteiligt. Die brauchen keinen Spaß, die brauchen kein persönliches Wachstum und so weiter. Das heißt, wir müssen hier keine öffentlichen Gebäude reinstellen. Das heißt, wir kriegen, wenn wir hier nur wohnende Bevölkerung haben, kriegen wir also mehr Bevölkerung mit unseren Schulen und anderen Dienstleistungen versorgt und verschwenden es nicht an Industriegebäude, die das sowieso nicht brauchen. Das ist der große Vorteil. Außerdem braucht Industrie auch ein bisschen andere Voraussetzungen. Die brauchen schneller eine Gasleitung, die Straßen sind häufiger überfüllt. Das heißt, dann können wir uns hier wirklich nur auf die notwendigen Sachen orientieren, beziehungsweise besser auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen. Das heißt, wir werden hier nie eine Dienstleistung machen. Infrastruktur werden wir später verbessern müssen. Den Bezirk werden wir vorschlagen. Und den können wir noch nicht aus eigener Tasche bezahlen, aber es sind auch alle dafür. Das heißt, wir machen eine normale Abstimmung. In Ordnung. Hier können wir jetzt leider nichts ändern. Wir können immer nur einen Bezirk gleichzeitig verändern. Das ist sehr, sehr schade. Ich verstehe es auch nicht, warum wir nur über einen Bezirk abstimmen können. Ich glaube, man kann auch nicht mehrere Bezirke verändern. Man kann nur einen Bezirk verändern. Da muss man warten, bis die Abstimmung durch ist und dann kann man sich um die anderen Bezirke kümmern. Ups, das würde ich gerne wieder weghaben. Das ist auch so ein bisschen was ich noch ein bisschen seltsam finde. Der Inkompetenz beschuldigt. Der Vorsitzende der Freien Demokratischen Partei Svarelias nennt sie inkompetent. Sie vermuten, dass es an dem Streit liegt, den sie gerade erst mit ihm hatten. So, sie bezeichnen die Freie Demokratische Partei als einen Haufen Narren oder sie ignorieren. Also letztes Mal war es ja schon nicht so gut, dass wir die Beleidigung ignoriert haben. Das heißt, wir werden jetzt die Freie Demokratische Partei Svarelias als einen Haufen Narren bezeichnen. Irgendwann ist auch mal gut. Wir können ja auch nicht alles mit uns machen lassen. Die Ansicht der Freien Demokratischen Partei Svarelias hat sich nicht geändert. Ihre Beleidigungen waren jedoch so eindrucksvoll, dass einige der Unterstützer der Freien Demokratischen Partei Svarelias überzeugen konnten. Wohlwollen, minus 2. Aber hier ist ja der rote. Das heißt, ich denke mal, es geht ja darum, dass wir den Wohlwollensmalus um minus 2 verringert haben. Das ist halt hier immer nicht so eindeutig. Und Bürger, die für diese Partei gestimmt haben, werden das wahrscheinlich noch einmal tun. Minus 2. Hier bin ich jetzt nicht sicher, ob jetzt rot ist ja eigentlich schlecht. Nee, negativ, negativ. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das finde ich ja wirklich manchmal so ein bisschen, kann ich nicht sagen. War das jetzt gut oder war es schlecht? Aber ich muss sagen, die Musik gefällt mir sehr gut. Ein neuer Bezirk, dann die Abstimmung beginnen wir. Auch hier wieder eine ganz klare Sache.
Okay. Achso, und was wir später auch noch machen können, sind sogenannte Verordnungen. Hier haben wir derzeit noch keine zur Auswahl. Wie gesagt, damit, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Damit können wir dann halt auch nochmal gewisse Boni erreichen oder ein bisschen Geld verdienen. So, jetzt haben wir hier Industrie. Da wird natürlich erstmal keine reinziehen. Deswegen werden wir erstmal diesen Bezirk. Wir werden den Bezirk verändern. Wir werden die Industrie komplett raus verbannen. Und hier ist so ein Anteil an 70-30 ganz gut. Beziehungsweise wir haben großen Bedarf an Gewerbegebieten. Das heißt, ich denke mal, wir werden hier sogar auf 60-40 gehen. Wir werden jetzt hier auch nichts weiter reinbauen, denn wir werden gleich in den Einnahmen ganz schön nach unten gehen. Danach können wir mal über das Polizeirevier nachdenken. Wir werden also erstmal hier bestätigen, den Bezirk vorschlagen und machen unser Privatvermögen, denn es kostet einfach nichts. Und hier das gleiche auch nochmal. Bezirk verändern, die Industrie geht raus. Hier werden wir jetzt mal so einen Wohnbezirk draus machen. Machen 70-30, Dienstleistung bestätigen, Bezirk vorschlagen und Privatvermögen. Jetzt werden natürlich viele Häuser abgerissen, deswegen sind wir jetzt 70.000 im Minus. Die Häuser werden jetzt alle wieder aufgebaut und dann werden wir hoffentlich wieder im positiven Bereich sein. Die Physiokratische Partei hat die Wahlen gewonnen. Die Nationale Partei Svarelias wurde mit 26% Unterstützung Zweite. Sklaverei verboten. Der Besitz von Menschen ist jetzt illegal. Großbritannien hat vor, der Sklaverei im Vereinigten Königreich und den Kolonien ein Ende zu setzen. Sklaverei wird als zutiefst unchristlich gesehen. Göttliche Maschinen. Der Kaiser hat sich heute die sogenannten Lokomotiven angesehen, die durch Dampf angetrieben werden. Der Klerus lobte sie als beispielhaftes Werk Gottes. Sagt Bahnhof haben wir ja schon erforscht, aber noch können wir ihn nicht nutzen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir wieder ins Plus kommen. Provoziert von den Konservativen, was ist denn hier los? Ein Mann des einfachen Volkes als Bürgermeister ist für die Beaumont einfach unfassbar. Sie nutzen jede Möglichkeit für eine Anspielung auf ihre niedrige Geburt und versuchen sie in Verlegenheit zu bringen. Was tun sie? Sie konzentrieren sich darauf, die nötige Etikette zu lernen. Würde uns leichtgläubig Bonus bringen und einen Abzug für zynisch. Ihnen ist das vollkommen egal. Oder sie stellen die schlimmsten Querulanten zur Rede. Plus 2 optimistisch, minus 2 pessimistisch. Wie gesagt, was sie die einzelnen Eigenschaften bringen, weiß man halt nicht. Und auch die weiteren Ausführungen nicht. Ja, ist uns das egal? Da sind wir wahrscheinlich dann in der Öffentlichkeit auch nicht so gut gesehen. Wir können uns anpassen und unsere... Ja, ich denke mal, wir werden uns anpassen. Plus 2 leichtgläubig, minus 2 zynisch. Sie entscheiden sich, dem sozialen Druck nachzugeben und ihre Wertschätzung der herkömmlichen Gepflogenheiten zu zeigen. Die Physiokraten sind erfreut darüber, dass sie anscheinend die Macht besitzen, sie so zu beeinflussen, dass sie tun, was sie wollen. Ja, das ist halt auch der Effekt. Wohlwollen. Genau, jetzt ist hier Wohlwollen grün hinterlegt. Das heißt, positiver Effekt. Plus 1 bei der Physiokratischen Partei. Und persönliches Wachstum in der Arbeiterklasse ebenfalls plus 1. Das ist doch eigentlich sehr vernünftig. So, wenn ich nochmal hier gucken. Auch hier sind das nur unsere Charaktereigenschaften. Ich glaube, unsere Entscheidungen beeinflussen halt die Charaktereigenschaften dann vom Nächsten. Das heißt, die werden vererbt. Aber so ganz sicher bin ich mir da nicht. So, wir gehen weiter schön ins Plus. Der Untergang der Heroic. Die Welt ist erschüttert über den Schiffsuntergang der majestätischen Heroic. Mehr als 1000 Passagiere sind ertrunken, darunter auch Dutzende von Svareliern. Sie halten eine Ansprache, um der Stadt bei der Verarbeitung dieser Tragödie zu helfen. Was sagen sie? In diesen Zeiten zu reisen ist ein gefährliches Unterfangen. Wir müssen lernen, wie man bessere Schiffe baut. Ja, ich denke, wir müssen lernen, wie man bessere Schiffe baut, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Ihre Worte haben den Menschen die Angst vor Unfällen nicht genommen. Einige jedoch haben begonnen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. So, was haben wir? Wir haben erworbene Punkte für die Eigenschaft fortschrittlich, haben wir 2 bekommen. Und persönliches Wachstum in Neu-Dublin plus 2. Das ist doch gut. Muss jetzt weiter warten. Ich möchte gucken, wie sich das mit dem Geld hier einpendelt. Es wird weiterhin hier fleißig Industrie gebaut, es wird fleißig Gewerbe gebaut. Und wir sind im Plus, das ist gut. Wenn wir bei plus 14 sind, dann werden wir die Polizei bauen, sehr gut. Wir können es auch erstmal auf einfacher Geschwindigkeit weiterlaufen lassen.
Denn damit mehr Leute zu uns einziehen wollen, mehr Wohngebiete, müssen wir die Leute zufriedener stellen und Sicherheit brauchen wir auf jeden Fall. 15 wollen sie, 4 sind zur Verfügung. Es macht eine Zufriedenheit von minus 4. Das heißt, es wird Zeit, die Polizei zu bauen. Und ich würde sagen, wir versuchen mal, ob wir sie hier hinsetzen können. Wir wollen eine Dienstleistung. Achso, nee, wir müssen erst hier hin. Dann Bezirk verändern. Dann brauchen wir eine Dienstleistung. Ein Polizeirevier. Und wenn wir das hier hinsetzen, haben wir doch eine sehr gute Abdeckung. Das können wir ein bisschen nach rechts gehen, denn das Industriegebiet braucht das ja nicht. Also hier wäre jetzt ganz gut. Können wir es da hinsetzen? Nein. Hier vielleicht? Da können wir es hinsetzen. Kostet uns 600.000. Das haben wir locker. 20.000 im Monat. Oh, ich dachte 14. Aber gut, ja. Kriegen wir wahrscheinlich auch hin. Dienstleistung bestätigen, Bezirk vorschlagen. Alle sind dafür. Normale Abstimmung. Achso, die Eilabstimmung, die kostet übrigens Prestige. Okay, weiter geht es. 20.000. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wir sind hier weiterhin am Wachsen. Das Bessemer-Verfahren ist bald fertig. Obwohl, die Hälfte ist gerade mal. Eine neue Verarbeitungsmethode macht die Produktion von qualitativ hochwertigem Material einfacher und preiswerter. Wie sollte man Ihrer Ansicht nach die Anwendung gesetzlich regeln? Entweder Unternehmen soll der Einsatz der neuen Technologie ohne Einschränkung gestattet sein, oder es müssen Sicherheitskontrollen eingeführt werden, damit nur qualitativ hochwertige Hochöfen produziert werden. Ja, Wirtschaft oder Sicherheit? Wir kommen ja aus der Arbeiterklasse. Das heißt, ich denke, unser alter Ego würde natürlich sich dann eher um die Arbeiter bemühen. Das heißt, wir brauchen sichere Hochöfen. Effekt: Die Nachfrage nach Metallindustrie ist um 5% geringer und die Nachfrage nach dem Blauen hier ist auch um 5% geringer. Das ist natürlich nicht so gut. Könnte Glas sein. Und wir sind ja gut im Plus derzeit. Das freut mich wirklich, dass das aktuell so gut funktioniert. Wie gesagt, das Geld hier ist nicht so entscheidend. Damit überlebt man dann höchstens mal Zeiten, in denen man klar im Minus ist. Aber man darf halt nicht übermütig werden und investieren ohne Ende. Das funktioniert nicht. So, Bezirk verändern. Wir wollen die Polizei haben. Und auch hier. Alle sind auf unserer Seite. Also bisher ist das ja echt unproblematisch. Wunderbar. Weiter geht es. Und wir mal gucken, jetzt den Sprung von minus 2 auf plus 2, das ist gut. Und wir haben gelangweilte Bürger in Kilborough. Die Bewohner von Kilborough haben nichts zu tun. Besonders die Jugendlichen hängen einfach nur in den Straßen herum und machen Ärger. Was wollen sie dagegen tun? Kilborough braucht strengere Kontrollen. Oder in Kilborough werden mehr Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung benötigt. Das auf jeden Fall. Kostet 2.000 monatlich oder im Jahr oder ist einmalig, ich weiß es nicht. Wir werden das hier machen, denn wir brauchen definitiv mehr Spaß und das bekommen wir auch. Neue Clubs und Vereine erfreuen sich großer Beliebtheit und haben Kilborough in einen Ort verwandelt, an dem man gerne leben möchte. Das heißt, der gesamte Bezirk erhält als Bonus mehr Spaß plus 3 und mehr soziales Leben. Perfekt. Ist nur die Frage, kriegen wir jetzt hier 2.000 im Monat oder nur einmalig? Das hier steigt, würde ich fast sagen, einmalig. Mal gucken. Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Hiermit wird der Antrag gestellt, das Gesetz, das Gesellschaften mit beschränkter Haftung zulässt, zu verabschieden. So, also auch das passiert, dass einfach mal Anträge gestellt werden. Kann natürlich nicht nur der Bürgermeister machen, sondern auch andere. Und mal gucken. Hier sehen wir jetzt den Antrag. Es ist gelb. Die sind alle so ein bisschen, ja, einigermaßen dafür oder ein bisschen dagegen. Hat folgenden Effekt. Ach du meine Güte. Der Effekt. Die Nachfrage für persönliches Wachstum ist gestiegen. Die Nachfrage für Sicherheit steigt. Die Nachfrage für soziales Leben steigt. Und also für alles steigt die Nachfrage um plus 2. Das ist natürlich schon mal für uns stressiger. Aber Bonus auf die Dienstleistung persönliches Wachstum erhöht sich um plus 4. Bonus auf die Dienstleistung Sicherheit erhöht sich und soziales Leben und physisches Umfeld und alles. Deswegen würde ich sagen, unterstützen wir den Antrag.
Ich glaube, das hat dann auch wirklich nur einen Einfluss, ob wir den unterstützen oder ablehnen, nach dem Wohlwollen der Parteien. Das heißt, wenn die Parteien uns mögen und wir ihn unterstützen, dann werden sie auch eher dafür stimmen, beziehungsweise hier dann genau gegenteilig entscheiden von dem, was wir machen. Also gegenteilig entscheiden, wenn sie uns nicht mögen. So rum. Aber kann auch sein, dass ich mich täusche. Ich weiß es nicht. Es wäre jetzt nur meine Vermutung. Wir werden den Antrag unterstützen. Und auch die Parteien scheinen dafür zu sein. Reichsrat führt Gesetzgebung für einen neuen Unternehmenstyp ein. Im Reichsrat wird über eine neue Rechtsreform, über eine neue Rechtsform für Unternehmen debattiert. Dank der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, auch GmbH genannt, würde sich für die Inhaber von Firmen das finanzielle Risiko verringern. Somit wäre es einem größeren Personenkreis möglich, Unternehmen zu gründen. Die Linkskonservativen fürchten, dass sich dadurch die Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Einflussnahme durch den Staat verringern. Okay, göttliche Maschinen kennen wir schon und das kennen wir auch schon. Und dann würde ich sagen, machen wir im August im Jahre 1834 Pause. Ob die Gesellschaft mit beschränkter Haftung durchkommt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ansonsten ist unsere Stadt ja wieder ein bisschen gewachsen. Wir haben hier ein großes Industriegebiet und ein Gebiet mit Wohn- und Mischgebieten. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.